Der Gerhard Englert hat mir jetzt im März diesen Jahres Bilder seines Vaters zukommen lassen. Herr Englert war ein Druckereibesitzer in Biebesheim und ja, in der Gemeinde aktiv. Und er war auch viele, viele Jahre lang aktiver Kerbebursch. Die Akteure, die hier gezeigt werden, sind meiner Meinung nach, also ein paar habe ich erkannt, ja, gut 90 Jahre, wenn nicht sogar noch älter, beziehungsweise ein Großteil, lebt nicht mehr. Wenn der eine oder andere zu dem Bild oder zu den Bildern eine Geschichte erzählen kann, bitte ich um Nachricht. Ich würde dann nochmal einen Ergänzungsfilm anfertigen. Es sind meiner Meinung nach wirklich interessante Bilder. Sie bringen so das 50er, 60er Jahre, teilweise auch 70er Jahre Zeitgefühl rüber. Das hier sind einige neue Bilder. Es hatte sich ja nach langen Jahren, hatte sich bei der Schäfer Mia wieder ein Trupp Kerbebusch gegründet. Ja, und diese Bilder sind offenbar schon wieder wesentlich älteren Datums. Gaststätte zur Traube war übrigens das heutige Pizzatreff. Das ist auch ein älteres Bild. In ganz Biebesheim gab es früher nur Kopfsteinpflaster. Der mutige Reiter könnte der Herr Bayer gewesen sein aus der Kirchgasse, aber ich weiß es nicht genau. Links, das ist der Herr Schäfer, auch unter dem Namen Dienerheini bekannt, und dann der Herr Engler, von dem die Bilder stammen. Ja, die Kerbebursch hatten damals noch Eier gesammelt. Die Biebesheimer waren schon immer musikalisch, aber wer da gespielt hat, kann ich nicht sagen. Riedöl, das ist wohl eine Anspielung darauf, dass früher im Ried überall Ölpumpen standen. Dieses Bild ist offenbar in der Kirchgasse aufgenommen. Ja, und das ist eindeutig die Falderstraße, da in der Mitte sieht man das Befeldhaus. Geselligkeit wurde in Biebesheim schon immer groß geschrieben, ein munterer Haufen. Ja, und hier wird der Kerbebaum geholt, aber wo die jetzt waren, die Männer, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Es könnte die Gaststätte Deutsches Haus gewesen sein, da steht jetzt das China-Restaurant in Biebesheim.
Danke nochmal, lieber Gerd, dass du die Bilder zur Verfügung gestellt hast. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.